Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es passiert wirklich selten, dass ein Filmtitel dermaßen perfekt wie die Faust aufs Auge passt, wie hier bei Raumkreuzer Hydra. Ganz im Ernst, was gibt's für eine bessere Allegorie für das italienische Kino als ein altes, mythologisches Fabelwesen, wo, wenn, sagen wir mal, das internationale Kino ein Schnippchen schlägt, auf dem Hals der Italiener ungefähr 200 cinematografische Köpfe nachwachsen. Das hat wunderbar funktioniert beim Weißen Hai, bei Mad Max und natürlich auch bei Star Wars. Wobei, jetzt vielleicht der ein oder andere von euch ganz logisch sagen wird, warte mal, du kannst doch jetzt nicht ernsthaft Raumkreuzer Hydra als Star Wars Knockoff bezeichnen, weil Raumkreuzer Hydra ist ja immerhin 11 Jahre älter. Warte mal kurz. Aber gut, reisen wir zuerst einmal wirklich zurück ins Jahr 1966, wo unter der Regie von Pietro Franceschi der Film Raumkreuzer Hydra entstanden ist. Auch ein wahnsinnig tolles Beispiel dafür, warum man anderen Leuten nicht helfen sollte. Denn in dem Film sehen wir, wie Aliens auf der Erde stranden und irgendein Teil kaputt ist. Deswegen entführen sie einen Wissenschaftler, der ihnen bei der Reparatur von diesem Teil helfen soll. Und als Dank dafür, dass er das tatsächlich gemacht hat, führen Sie ihn und nehmen Sie ihn mit ins Weltall. Danke, das ist auch der Grund, warum ich auf der Autobahn niemals bei einem Pannendreieck stehen bleiben würde. Aber ganz im Ernst, Raumkreuzer Hydra ist ein unglaublich charmanter, trashiger, putziger Science-Fiction-Film, der vor allem durch seine antiquierten Effekte auch heutzutage, finde ich, noch unglaublich überzeugen kann. Ich mag diese Art, wie die italienischen Raumschiffe damals eingerichtet waren. Da erinnert man sich natürlich immer wieder ganz gerne zurück an Mario Bavas Planet der Vampire. Ich mag die großartigen Kostüme, ich mag die unglaublichen Einfälle, die die Italiener damals kreativerweise hatten, um quasi Budget durch Kreativität zu ersetzen. Da gibt's beispielsweise in der 46. Minute von dem Film eine Szene, wo eine Dame in Richtung der Decke fliegt, wobei, wenn man sich das allerdings genauer anschaut, man erkennen kann, dass das runde Teil in der Decke eigentlich ein Trampolin ist und sie gar nicht auf das zufliegt, sondern von dem wegspringt, weil sie auf dem Trampolin gesprungen ist und die Szene einfach nur verkehrt rum abgespielt wird. Das sind halt immer genau diese Sachen, die ich es persönlich liebe, in italienischen Kinofilmen zu entdecken. Aber das bringt mich jetzt tatsächlich zu dem, sagen wir mal, etwas kontroverseren Teil von Raumkreuzer Hydra. Der Film wurde nämlich laut internationalen Angaben im Jahr 1967 bereits im deutschsprachigen Raum aufgeführt, hat dann allerdings zahlreiche Wiederaufführungen erfahren. Ganz besonders nennenswert ist natürlich die amerikanische Version aus dem Jahr, und jetzt kommt's, 1977. Da wurde der Film dann natürlich unter dem Titel Star Pilot neu aufgeführt und hatte, um hier ein bisschen mehr an den aktuellen Science-Fiction-Wahn anzugrenzen, ein paar Änderungen. Natürlich mussten zahlreiche Sequenzen aus der italienischen Ursprungsfassung des Films weichen, ganz besonders eine mehrminütige Intro-Sequenz, wo ein Werbespot gedreht wird und Leute dann quasi auf Sightseeing-Tour durch Italien fahren gehen. Stattdessen hat man natürlich den Film mit etwas mehr Action angereichert, und wenn man im eigenen Schnittarchiv von diesem Film nicht mehr Action-Schnipsel findet, macht nichts, nehmen wir einfach Szenen aus anderen Filmen, wie beispielsweise UFOs zerstören die Erde, Befehl aus dem Dunkel, beziehungsweise Hydra verschollen in Galaxis 4, die dann an verschiedenen Stellen in diesem Film wieder integriert wurden. Und das bringt mich tatsächlich zu der Kontroverse rund um diesen Film, denn in Amerika startete der Film in dieser veränderten Fassung im Jahr 1977, in Deutschland lief der Film allerdings scheinbar schon 10 Jahre früher, ebenfalls in einer eben gekürzten und veränderten Fassung. Ist aber interessant, dass das zusätzliche Material in der deutschen Kinofassung eigentlich identisch ist wie das, der amerikanischen Fassung, und auch die entfernten Szenen relativ identisch, wonach man denken kann, dass eben hier das gleiche, die gleiche Fassung als Basis genommen wurde. Nur ist der deutsche Kinostart mit 1967 deswegen fragwürdig, weil Hydra verschollen in Galaxis 4 erst im Jahr 1972 veröffentlicht wurde. Aber das ist relativ interessant, weil
weil es ja von diesem Film im deutschsprachigen Raum daneben der Originalfassung Raumkreuzer Hydra Duell im All auch noch eine zweite Fassung gibt mit dem absolut großartigen Titel Raumschiff Terror zum Planet der Affen, die übrigens damals auch auf der deutschen DVD-Premiere von Anolis in der kleinen Hardbox gemeinsam mit eben der alten deutschen Fassung mit dabei war. Da waren also die Hydra und die Terror-Fassung mit dabei, wobei der Unterschied zwischen diesen beiden Fassungen interessanterweise sehr gering ist. Grundsätzlich basieren beide Fassungen auf dem selben Master bieten, dieselben entfernten bzw. Neu hinzugefügten Sequenzen, wobei die Terrorfassung lediglich drei weitere Sequenzen, wie unter anderem auch einen kurzen Gewaltschnitt enthielt, die eben in der Hydra-Fassung noch zu sehen waren. Deswegen ist es ein bisschen schwer einzuordnen, wann und in welchen Fassungen dieser Film tatsächlich hierzulande zu sehen war. Fakt ist allerdings, dass Raumkreuzer Hydra im deutschsprachigen Raum sowohl im Kino als auch auf Videokassetten nur in geschnittenen Fassungen zu sehen war und dass natürlich eben auch die alte deutsche DVD-Version am Ende des Tages zwei gekürzte Fassungen von diesem Film enthalten hat. Und da hat Anolis jetzt dann im Jahr 2024 wirklich Abhilfe geschaffen und veröffentlicht den Film als Nummer 8 der Reihe Fantastische Filmklassiker, explizit die 60er Jahre, mit zwei Blu-Rays und zwei verschiedenen Fassungen. Diesmal gibt's auf der einen Seite die deutsche Original-Kinofassung unter dem Raumkreuzer Hydra-Banner, die eben damals auch bereits in der kleinen Hardbox mit dabei war, aber auf einer zweiten Blu-Ray gibt es nicht die Terror-Version, sondern unter dem Original Titel 2+5 Missione Hydra, das klingt irgendwie fast so, als hätte Pippi Langstrumpf diesen Titel erdacht, gibt es tatsächlich zum ersten Mal die 91-minütige italienische Originalschnittfassung des Films mit eben den Werbespots und Sightseeing-Sequenzen, dafür ohne die Action aus den japanischen Science-Fiction-Heulern. Yikes! Dabei muss man allerdings sagen, dass Raumkreuzer Hydra ein wirklich interessantes Science-Fiction-Vehikel ist. Ich persönlich muss auch sagen, dass ich die etwas mehr in Richtung Action fokussierte alte deutsche / amerikanische Kinofassung bei diesem Film aus Pacing-Gründen tatsächlich selbst als Uncut-Fetischist bevorzuge, dass der Film allerdings definitiv in jeder Fassung sehenswert ist, weil ich einfach die charmante Art der Inszenierung der damaligen italienischen Filme einfach extrem schätze. Schauen wir vielleicht noch ein bisschen hinter die Kulissen von dem Film. Pietro Franceschi hat, wie bereits erwähnt, bei dem Film Regie geführt, beziehungsweise auch am Drehbuch mitgeschrieben. Der ist interessanterweise jemand, der sehr interessiert offensichtlich war an dem an den älteren römischen Geschichten. So hat er beispielsweise bei zahlreichen Herkules-Filmen wie Herkules und die Königin der Amazonen, die unglaublichen Abenteuer des Herkules oder auch Archimedes, der Löwe von Syrakus, oder Attila, die Geisel Gottes, Regie geführt, Herkules, Samson und Odysseus, beziehungsweise hat er eigentlich im Jahr 1966 dann mit Raumkreuzer Hydra seinen einzigen Ausflug abseits von der Erde gemacht, nur um dann 1973 mit Sinbad und der Kalif von Bagdad wieder zurück zum klassischen Historien- und Sandalenfilm zu kommen und damit seine Regiekarriere auch weitestgehend an den Nagel zu hängen. Auch im Cast von dem Film Raumkreuzer Hydra finden wir ein paar durchaus interessante, aber überwiegend eigentlich unbekannte Namen. Leonora Ruffo hat beispielsweise in Vampire gegen Herakles oder Massists größtes Abenteuer mitgewirkt, beziehungsweise dann im kurze Zeit nach Raumkreuzer Hydra auch in Einladung zum Totentanz. Danke! Ich glaube, ich werde diese Einladung eher ablehnen. Außerdem sehen wir Mario Novelli, der beispielsweise in Amok Train, in Warbus 2, in Delta Force Commando oder aber auch als Tango in die Schlacht der Centurions mitgespielt hat, in Playmotel, in Heutet sie lebend, in Der Mann aus Virginia, in zwei Supertypen Räumen auf, der interessanterweise laut IMDb auch im Jahr 2004 noch im Stunt-Department von Exorzist der Anfang mitgewirkt hat. Kirk Morris ist in dem Film zu sehen, der bereits den Herkules in Herkules, Samson und Odysseus gespielt hat oder den Massist in Massist gegen die Kopfjäger, Massist besiegt die Feuerteufel oder Massist der Rächer der Verdammten, der außerdem im Jahr 1969 noch in Sieben dreckige Teufel mitgewirkt hat. Wir sehen den großartigen Gordon Mitchell, der seine Karriere natürlich bereits in den 50er Jahren begonnen hat als
sagen wir mal, Statist bei die 10 Gebote, beziehungsweise später bei Spartacus, der uns allerdings wahrscheinlich erst dann ein wirklicher Begriff wurde, als er vom italienischen Kino überwiegend verheizt wurde. Wir sehen ihn in Filmen wie Ich will deinen Kopf, Ich die Nonne und die Schweinehunde, Frankenstein 80, Colorado, Der Mann mit der Kugelpeitsche, Die Leichenfabrik des Dr. Frankenstein und dann natürlich später auch Dinge wie Stoßtrupp in die Wüste, Die Nackte von Sado, Die letzten Heulen der Marine, Rush, Endgame und natürlich diese ganzen Meisterwerke wie Whitefire, Kilimanjaro, Die Rückkehr der Wildgänse, Terror Force, Commando, SFX-Man, Evil Spawn. Wir kennen Gordon Mitchell. Hinter der Kamera bei dem Film Raumkreuzer Hydra stand übrigens Silvano Ippoliti, der auch als Kameramann von Vier Fäuste gegen Rio, Die italienische Affäre, Miranda, die Wirtin vom Po, beziehungsweise Caligula gearbeitet hat, der bei seinen über 70 Kameraarbeiten allerdings auch Dinge eingefangen hat, wie beispielsweise Sodom und Gomorra von unter anderem Sergio Leone aus dem Jahr 1962. Dazu wurde das Ganze musikalisch untermalt von der Legende Nico Fidenco, die natürlich auf der einen Seite dann auch im Soundtrack von Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood natürlich vorkommen muss, der aber auch den Soundtrack beigesteuert hat zu Meisterwerken wie Zombies unter Kannibalen, dem Black Emmanuel Franchise, Drei Spaghetti in Shanghai, Seine Waffe war Dynamit, Stoßtrupp ins Jenseits, Django Melodie in Blei oder Ich will ihn tot, und zahlreichen anderen coolen italienischen Filmen. Dabei finde ich ganz besonders faszinierend, eben wie bei dem Film Raumkreuzer Hydra die verschiedenen Fassungen zustande gekommen sind und dass eben Anolis die bereits absolut großartige alte deutsche DVD-Veröffentlichung jetzt mit dem Blu-ray Mediabook noch einmal weiter verbessert hat. Hier hatten wir eben die bereits bekannten deutschen Fassungen, die Hydra und die Terror-Version mit dabei und jetzt gibt's endlich auch die komplett ungekürzte italienische Fassung. Die Kollegen von Schnittberichte.com haben dokumentiert, dass der Film in Italien übrigens im Fernsehen in einer entschärften Fassung gefehlt hat, wo ein etwas anzüglicherer Teil aus zum Beispiel der Werbesequenz ganz am Anfang gefehlt hat im Vergleich zur französischen DVD-Version. Da ist natürlich auf der Blu-ray auch die komplett ungekürzte und vollständige Fassung mit dabei. Aber wer Raumkreuzer Hydra jetzt im Jahr 2024 noch einmal erleben möchte, der darf auf eine von, sagen wir, zahlreichen Versionen zurückgreifen. Das Cover A dürfte dabei wahrscheinlich niemandem irgendwie fremd und neu vorkommen. Das ist damals bereits als eines der kleine Hardbox-Cover von Anolis veröffentlicht worden und bietet, wie ich finde, das wunderschöne alte deutsche Kinoplakatmotiv zu diesem Film in großartiger Repräsentation. Dann wechseln wir zum Cover B. Auch das dürfte dem einen oder anderen bekannt vorkommen von dem zweiten Cover der kleinen Hardbox. Dabei handelt es sich um das alte italienische Filmplakat zu diesem Film. Das finde ich auch absolut großartig inszeniert wurde mit diesem, sagen wir mal, Segel in der Mitte und den Charakteren drinnen und dann diesem Endzeitspektakel drumherum. Auch das natürlich mit Ausnahme des ausgetauschten Titels einfach 1:1 nachgebaut von der alten Postervorlage. Wir wechseln zum Cover C. Ich liebe das Cover C. Das ist natürlich ganz offensichtlich als spanisches Kinoplakat sich den Star Wars Ruf von dem Film zunutze gemacht hat. Das schauen wir uns dann in Folge noch einmal genauer an. Aber zuerst kommen wir zum Cover D, das ebenfalls ein altes italienisches Kinoplakatmotiv zu dem Film ist, das hier 1:1 reproduziert wurde, das aber auch international ausgewertet wurde und beispielsweise auf der amerikanischen Blu-ray-Auswertung von Raro Video aus dem Jahr 2023 seinen Platz gefunden hat. Und last but not least, für diejenigen, die nicht gerne lesen und keine Buckel jetzt in irgendwelchen Mediabooks haben wollen, gibt es noch das hier, das ist die Softbox. Einfach nur dieselbe Blu-ray, natürlich mit demselben Bonusmaterial, aber verpackt in einem Standard-Keepcase und ohne natürlich das beiliegende Booklet, aber mit denselben Inhalten auf der Blu-ray, die auch im Mediabook enthalten sind. Dabei hat man ebenfalls das alte deutsche Kinoplakatmotiv verwendet, wobei hier im oberen linken Eck aufgrund der reduzierten Höhe auch auf ein bisschen Bildmaterial verzichten musste.
Aber egal in welcher Fassung, würde ich sagen, es ist fein, dass wir das großartige Machwerk Raumkreuzer Hydra jetzt endlich auch hierzulande in High Definition erleben dürfen. Und Anolis Entertainment hat mir ja dankenswerterweise von dem Cover C ein Rezensionsmuster für dieses Video zur Verfügung gestellt und deswegen freue ich mich drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzuckers Blu-ray Check einen genaueren Blick auf Raumkreuzer Hydra zu werfen. Wie von Anolis gewohnt, bietet das Mediabook von Raumkreuzer Hydra einen Cover-Aufleger, der zwar mit dem Mediabook gemeinsam einfoliert, aber nicht auf welche Art auch immer an jenem befestigt wurde, sodass er sich garantiert rückstandsfrei entfernen lässt. Aber zumindest in diesem Video möchte ich ihm noch einen kurzen Rückstand gönnen, denn wir werfen einen kurzen Blick auf die Unterbringung des großen FSK-Logos. Diesmal hat Anolis keinerlei Elemente verschoben, wie beispielsweise den Titelschriftzug, der hier teilweise überlagert wird, aber die Texte auf der linken unteren Seite entfernt. Dazu noch ein kurzer Blick auf die Rückseite von diesem Cover-Aufleger, wo wir erfahren, mit welchen beiden Cover-Artworks der nächste Film Goke in der 60er-Reihe erscheinen wird, auf den ich mich übrigens auch schon sehr freue. Aber apropos freuen, jetzt werfen wir mal einen konkreten Blick auf das hier vorliegende Mediabook mit dem Cover C. Das basiert, wie bereits erwähnt, auf dem alten spanischen Kinoplakatmotiv von diesem Film und kann, muss man sagen, seine Star Wars technischen Inspirationen wirklich nicht verleugnen. Man werfe einfach nur beispielsweise einen Blick auf den X-Fighter da auf der linken Seite, beziehungsweise natürlich auch auf die grundsätzliche Position von einzelnen Charakteren. Die eine Dame, die hier mit ihrer magischen Zahnbürste in der Mitte von diesem Cover thront, beziehungsweise eben wie viel Action einem dieses Motiv verspricht. Die ganzen toten Schädel, wie man sie aus der Zukunftsvision von Terminator kennt. Natürlich auch der kurze, tatsächlich stattfindende Ausflug auf den Planet der Affen in diesem Film, wo ich mir gedacht habe, hey, da hat nebenbei wahrscheinlich gerade Stanley Kubrick eine Szene für 2001 A Space Odyssey gedreht und das sah ein bisschen aus wie eine Mischung aus einer alten Doctor Who oder Raumschiff Enterprise Folge. Einer der absolut genialsten Momente dieses Films. Aber ich muss persönlich sagen, dass auch wenn ich das alte deutsche Kinoplakatmotiv von diesem Film wirklich sehr schätze, dieses Konglomerat an feinen, wunderschön gezeichneten Details, großartig aufbereitet, dann natürlich noch mit diesem netten kleinen Twist, dass man sich einfach ein klassisches anderes Kinoplakat geklaut hat, das finde ich absolut großartig. Vor allem liegt das Motiv hier auf dem wunderschönen, mit Lederfinish verarbeiteten Mediabook von Anolis in großartiger Druckqualität, farbenfroh, satt und detailscharf vor, sodass das hier wirklich ein wahrer Genuss ist. Wir können dann natürlich einmal einen Blick über den Spine werfen, wo wir den Titelschriftzug, die Nummer 8 der 60er-Reihe und das Anolis-Logo sehen. Natürlich auch hier die Titelschriftzüge wieder genauso angepasst, wie man das von den Mediabooks des Labels gewohnt ist, und wechseln dann auf das Backcover. Da warten natürlich die Inhaltsangabe und ein paar weitere Details zu dem Film auf uns. Ein Streifen mit ein paar Bildausschnitten aus dem Film, Casting-Crew-Angaben, technische Details sowie dann die Informationen rund ums Bonusmaterial. Da sei auf der einen Seite erwähnt, dass der Audiokommentar von Thorsten Rosemann, der bereits bei der alten kleine Hardbox-DVD-Version mit dabei war, jetzt auch dankenswerterweise für die Mediabook-Neuauflage übernommen wurde. Das waren allerdings für diesen Release in Zusammenarbeit mit Eugenio Ercolani zwei verschiedene Featurettes produziert hat. Das eine, 25-minütige unter dem Titel Italian Galaxies, lässt Ercolani persönlich zu Wort kommen und zeigt einen schönen Überblick über einzelne Ausschnitte aus dem italienischen Exploitation-Kino. Aber was ich ganz besonders interessant fand, ist das Feature Dressing Italian Cinema mit Caterina Rossetti, der Tochter von Gaia Romanini, dem Kostümbildner, der Kostümbildnerin, die zum Beispiel auch an Raumkreuzer Hydra gearbeitet hat, aber auch an Filmen wie Der schöne Körper der Deborah oder Argo Man, Der fantastische Superman, Django, Die Nacht der langen Messer und einige andere Klassiker aus dem italienischen Kino. Und da kann auch die Tochter das ein oder andere wirklich interessante Detail zum Besten geben. Auch das ein Featurette, das Ercolani mitproduziert und das exklusiv auf dieser neuen Blu-ray von Anolis zu finden ist. Zwei wirklich interessante, aber auch ein bisschen ausschweifende und umfassender informierende Featurettes, die hier dann auch noch mit dabei sind. Wir werfen dann einmal einen Blick ins Innere von dem Mediabook. Da bekommen wir auf der linken Seite die Blu-ray mit der deutschen Fassung des Films und einem der Alien-Charaktere drauf und dazu dann natürlich das exakte
besagte Gegenstück. Auf der rechten Seite in dem Fall natürlich ganz klar und deutlich zu erkennen, welche Fassung auf welcher Disc ist, weil eine eben den deutschen Titel und eine den italienischen Titel nützt. Dazu bekommen wir in diesem Fall, finde ich recht interessant, grob im Inneren von diesem Booklet unterhalb von den beiden Discs die Bilder, die nämlich durch diesen groben und auch etwas matten, kontrastarmen Druck ein bisschen den Eindruck machen, als seien sie eben aus einer alten Zeitung übernommen, die ja eben auch quasi in dem Film Raumkreuzer Hydra vorkommt und demnach finde ich sehr schön passend hier für diesen Film angepasst und auch diese etwas grellen Farben, die hier bei dem Charakter auf dem Backcover zu sehen sind, passen natürlich zu dem Look, wie die alten Kino-Aushangfotos gerne mal ausgesehen haben. Dazu bekommen wir eben hier auf dem Booklet Frontcover, wie bereits erwähnt, bei der Coverbeschau das alte italienische Kinoplakatmotiv hier 1:1 in der Originalfassung mit dem italienischen Originaltitel und da kann man gleich einmal beim Durchblättern des Booklets darauf hinweisen, dass natürlich neben einzelnen internationalen Aushangfotos zu diesem Film auch die meisten als Coverartwork verwendeten Poster zu dem Film hier in ihren Originalversionen zu sehen sind, beziehungsweise auch natürlich noch das Originalposter zur Wiederaufführungsfassung Raumschiff Terror zum Planet der Affen. Das Einzige, das wir im Inneren von diesem Booklet nicht vorfinden, das ist das alternative amerikanisch-italienische Plakat D. Aber ansonsten bekommen wir in diesem Booklet einen richtig interessanten Text von Christoph Seelinger vom 35mm Filmmagazin, der bei diesem Film allerdings jetzt kein klassisches faktenbasiertes Booklet liefert und dabei auf die Produktion und weitere nähere Umstände von diesem Film eingeht, sondern der mehr die analytische Schiene fährt und dabei ein paar generelle Tropes, generelle Eigenschaften des italienischen Kinos darlegt, erklärt und quasi am Beispiel Raumkreuzer Hydra darbringt. Das ist allerdings auch durchaus interessant, vor allem weil es ein bisschen augenöffnend ist und ein bisschen mehr dazu beiträgt, den Film ein bisschen in die italienische Filmlandschaft der damaligen Zeit einordnen zu können. Definitiv flüssig geschrieben, definitiv gut verständlich und definitiv sehr interessant. Ist das ein wirklich guter Begleittext für diesen Film und allgemein ein, wie ich finde, von Anolis großartig gestaltetes und aufbereitetes Mediabook. Aber wir werden um eines nicht umhinkommen. Auch die Blu-ray selbst muss wieder auf Vordermann gebracht werden und dann in die Galaxie geschossen werden. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Auf jeden Fall habe auch ich meine kleinen Sklaven mitgebracht, die ich dann auf das Raumschiff Blu-ray-Check gebeamt habe und hier in das Video mitgenommen habe. Und das sind natürlich auch in dem Fall wieder ein paar arme, hilflose Screenshots, selbstverständlich von beiden auf dieser Blu-ray enthaltenen Fassungen, mir über die ich jetzt mit euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray-Check sprechen möchte. Dabei möchte ich wie gewohnt darauf hinweisen, dass ich die Bilder in der jetzt folgenden Slide natürlich allesamt selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Und holy freaking hell ist, glaube ich, die perfekte Einleitung für die Besprechung der Bildqualität der Blu-ray-Umsetzung von Raumkreuzer Hydra. Das ist ein kleiner italienischer Film aus dem Jahr 1966 und niemals, wahrscheinlich nicht einmal in den deutschen Lichtspielhäusern der damaligen Zeit, hätte man sich jemals gedacht, dass man diesen Film in einer solch brillanten Bildqualität erleben wird dürfen. Dieses Bild strotzt nur so vor Leben und macht den Eindruck, als wäre der Film vielleicht maximal 20 Jahre alt. Wir bekommen satte, kräftige, dynamische Farben, die, finde ich, teilweise wirklich sehr schön auch zuckerhaft ein bisschen übertrieben dargestellt werden, wie das beim alten italienischen Filmmaterial gerne mal der Fall ist. Aber was ich bei diesem Transfer ganz besonders genial finde, ist, dass auch dünklere Sequenzen, wie beispielsweise in der Höhle, immer noch absolut perfekt durchleuchtet und durchzeichnet sind und damit auch einen großartigen Eindruck machen. Die Bildschärfe ist hervorragend.
hervorragend, wie man es sich bei einem aktuellen 4K-Scan und Remaster nicht anders träumen lassen kann. Das Bild ist detailreich, wir bekommen aber trotzdem einen sehr schönen Blick auf das alte, authentische Filmgrain von dem verwendeten Material. Hier wurde nicht mit bösartigem DNR gearbeitet und das Bild zu Tode gefiltert. Dieses Bild ist schlicht und ergreifend ein Genuss. Scharf, detailreich, aber was mich bei diesem Bild eben ganz besonders fasziniert, das ist diese unglaubliche Farbbrillanz, Farbdynamik und mit was für einem tollen Kontrast dieses Bild daherkommt. Das ist beeindruckend und für einen Film aus den Mid-60er Jahren eigentlich schon referenzwürdig. Die deutsche Kinofassung misst 83 Minuten und belegt damit 20,4 GB auf der deutschen Blu-ray, wurde von Anolis meiner Meinung nach makellos enkodiert, zeigt auch zwischen den Rauschkörnern keine auffälligen Kompressionsspuren, keine Blocke, keine Artefakte, vor allem natürlich aber auch kein Banding und präsentiert diesen Transfer, und das muss man wirklich sagen, wahrscheinlich schärfer, farbenfroher und besser, als er damals wirklich in einem deutschen Kino gelaufen ist. Und das ist eine wahre Sensation. Aber kommen wir damit zur italienischen Originalfassung, die interessanterweise bei diesem Film nicht im Widescreen-Format 1,78:1 vorliegt, sondern im Vollbildformat 1,33:1. Das lässt die Vermutung offen, dass der Film damals natürlich eben im 1,33er Open-Matte-Format gedreht wurde, mit der Intention, das dann für die Kinovorführungen zu maskieren, was eben auch beispielsweise bei der deutschen Kinofassung erfolgt ist, wobei man bei einigen Einstellungen trotzdem die Vorzüge des geöffneten 1,37:1 Bildes hier deutlich erkennen kann. Dabei ist zu erwähnen, dass der Film bereits in dieser Fassung auch im Juli 2023 in Amerika von Raro Video veröffentlicht wurde und dass dort von den Kollegen von Blu-ray.com beispielsweise angemerkt wurde, dass der Film für diesen Release bereits kurze Zeit zuvor neu in 4K remastered wurde. Mir liegt leider die amerikanische Blu-ray von Raro Video nicht für einen direkten Vergleich vor, aber die Screenshots bzw. meine Eindrücke von der amerikanischen Fassung decken sich eigentlich mit dem, was ich hier sehe, und das ist um nichts weniger beeindruckend als das, was wir auch schon bei der deutschen Kinofassung gesehen haben. Hier hat man auf jeden Fall das gesamte Team rund um die Restauration von diesem Film ganze Arbeit geleistet, weil wie auch die deutsche Kinofassung ist diese italienische Fassung farbenfroh, leuchtstark, kräftig, womöglich im direkten Vergleich teilweise ein kleines Äußerl dunkel ausgefallen als die deutsche Kinofassung, die teilweise, finde ich, noch ein bisschen exzessiver leuchtet, insbesondere bei Farbtönen wie Rot oder Gelb, was allerdings auch, finde ich, bei dieser italienischen Fassung nicht zu kurz kommt. Auch hier hat man, finde ich, perfekt gearbeitet und dieses Bild aufbereitet. Wir bekommen nämlich vor allem auch ein sauberes Bild, ohne irgendwelche Störelemente, ohne Laufstreifen, ohne Dropouts, ohne Staubkörner. Das ist einfach grandios, und auch hier bei der italienischen Originalfassung gibt es natürlich ein sauberes Encoding. Diese Fassung ist mit 91 Minuten Laufzeit circa 8 Minuten länger als die deutsche Kinofassung und belegt mit 24,8 GB damit dann eben auch 4,4 GB mehr auf der Disc. Auch hier hat der Encoder damit genügend Spielraum, um dieses Bild ohne Spuren seiner Arbeit auf die Discs zu bannen und dafür zu sorgen, dass sowohl die deutsche Kinofassung als auch die italienische Originalfassung hier in wirklich einwandfreier Bildqualität präsentiert werden. Und ich muss wirklich noch einmal betonen, wie selten ich dermaßen beeindruckt bin von der Bildqualität eines dermaßen alten Films. Raumkreuzer Hydra ist mittlerweile über 55 Jahre alt und das sieht man diesem Film definitiv weniger an als mir meine fast 40. Dieser Film ist großartig in der High Definition Präsentation, in beiden Fassungen sensationell aufbereitet, vor allem auch mit interessanten, neu produzierten Bonusmaterial angereichert und generell, wie ich finde, ein schönes, charmantes Stück italienische Science-Fiction-Geschichte. Auf der einen Seite natürlich schön authentisch in der italienischen Originalfassung, aber dann auch schön reißerisch exploitativ in der internationalisierten Fassung, die dann natürlich im besten
Star Wars Fahrwasser nicht nur mit Kürzungen, sondern auch mit neu hinzugefügten Sequenzen daherkommt. Das ist irgendwie etwas, das wahrscheinlich Cinema Snobs zum Bibbern bringt, das allerdings bei Trash-Fans wie mir wirklich den Zocki-Sense tingeln lässt. Raumkreuzer Hydra ist ein Film, der mir jetzt auch beim erneuten Anschauen wirklich Spaß gemacht hat, der aber vor allem im Vergleich zur alten DVD-Aufbereitung von Anolis, die zugegebenermaßen auch damals schon wirklich gut war für die näheren Umstände, aber noch einmal eine Steigerung ums gefühlt tausendfache ist, dabei eine großartige Bildpräsentation liefert, hervorragendes, teilweise eben neu produziertes Bonusmaterial und dabei ein absoluter Genuss, eine absolute Sensation. Das ist, finde ich, ein totaler Must-Have-Release aus dem Jahr 2024.